So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 mit der Yoshina. Und, muss mal kurz angehalten, weil die war schon wieder topfit hier. Musste natürlich mal wieder auf Klo gehen, aber macht hier Gartenarbeit und ist auch ein Level hochgestiegen. Beziehungsweise sie jätet eigentlich hier nur das Unkraut, weil man kann hier anscheinend gar nichts mehr sammeln. Ich habe auch vorhin das ganze Zeug verkauft, habe doch ein bisschen was dazu bekommen. Und, mehr kann man nicht machen, weil ich dann noch ein bisschen bewässern. Ja, dann lassen wir ihr das mal so ein bisschen machen. Es ist doof, dass nachts immer irgendwie hier, dass sie da so aktiv ist. Dann ein Pop-Art-Gemälde könnten wir doch nochmal malen. Machen wir mal ein mittelgroßes. Sie ist jetzt hier anscheinend schon Expertin. Und sie krabbelt hier auf allen Knien da herum und rupft. Man kann hier irgendwie schon sehen, Löwenzahn. Und seht ihr ja, wie die ganz kleinen Teile hier weggehen. Das ist wieder putzig gemacht. Also Löwenzahn und sowas wird weggejätet. Und ja, ich habe mir schon vorgenommen, dass ich dann mal ein paar Leute kontaktiere hier in diesem Spiel. Also ich meine hier so ein paar andere Sims, dass die Yoshina hier nicht zur Einzelgängerin mutiert. Und ah, da hinten ist wieder so ein Teil. Kann man auch noch ernten. Dass wir vielleicht auch mal ein bisschen rauskommen hier, ein bisschen was sehen. Ich weiß gar nicht, wie weit können wir denn hier überhaupt irgendwas reißen? Was ist das denn hier überhaupt für eine Hütte? Können wir da einfach nicht mal anklopfen? Ach, das ist eine Residenz. Können wir da nicht einfach mal hin? Was ist das hier? Besuch. Mit einem Auto vor allem, ne? Hier haben wir auch noch irgendwas. So. Ah, hier war auch noch irgendwas. Was ist denn das? Ja, die Warteschlange ist voll. Das ist irgendwie doof, dass die Warteschlange voll ist. Wir müssen mal ein bisschen vorspulen. Aber die Bedürfnisse nicht außer Acht lassen, das gefällt mir nicht so. Also unser Garten ist mehr schlecht als recht irgendwie. Aber gut. Bis sie alles gemacht hat, muss sie schon wieder zur Arbeit. Ich werde mit euch. Sie muss jetzt erstmal was kochen, weil sie muss auch ein bisschen hier hochsteigen, wie wir sehen. Ja, mal gucken, ob es ihr gelingt. Eine Torte. Ich sollte vielleicht auch mal essen. Alles schön bewässern. Kann sie nämlich dann auch noch. Oh, sie fühlt sich wieder unwohl. Zum Glück habe ich hier meinen komischen Stein nicht angeschlossen, weil sonst würde der wieder rot leuchten, also mit diesem Simstein da. Sicherlich. Komm, mit dem Bewässern reicht das jetzt auch. Wollen nicht übertreiben, ne? Hä, hey, wie schnell ist die bitte? Hat sie jetzt die Residenz besucht? Hunger hat sie ja sowieso. Oh, angespannt. Nicht aggressiv werden. Sie braucht soziale Kontakte. Üben kann sie dann auch noch ein bisschen. Ah, also jetzt ist sie inspiriert. Das gefällt jetzt anscheinend. Wir wissen ja, wenn sie inspiriert ist, dann kann sie die tollsten Sachen ever. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Aber sozial macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ich habe das Gefühl, hier sind auch keine Leute. Kann man hier nichts machen? Graben kann man hier. Yay, sowas gefällt mir. Levelaufstieg. Hier ist das mit dem Frosch jetzt, oder was? Was kann man denn damit machen? Man kann nur den anschauen und keine Ahnung. Mitten hier in der Pampa, oder was? Oh, hier wird wieder fleißig geübt. Die Energie ist schon wieder kaputt, oder was? Und sie muss gleich wieder zur Arbeit. Wir haben keinen Kaffee, ne? Wir haben keinen Kaffee. Wir bräuchten eine Kaffeemaschine. Können wir da nicht mal kurz was gucken? Wo findet man das denn? Ich würde mal sagen, in der Küche. Bei Küchengeräte. Wir kaufen einfach mal so ein Mittelding. Schwarz. Komm, wir hauen das mal daher. Und wir gucken, man kann die einen Kaffee nehmen. Dann soll die lieber mal das machen. Oh, Level 3 ist die schon. Die ist ja richtig gut hier. Du bist ja gut, aber hol dir mal lieber einen Kaffee, aber dann musst du wahrscheinlich wieder auf Klo, ne? Bringt das ein bisschen was mit der Energie? Hä, musst du nicht zur Arbeit? Ups. Oh, oh, fehlt bei der Arbeit. Es gibt kein gutes Zeugnis, Mädel. Wenn du da ständig auf der Arbeit fehlst. Also irgendwie habe ich das noch nicht so unter Kontrolle mit diesen ganzen Bedürfnissen. Komm, mach Kaffee weg. Oh, scheiße, schaut mal her. Die stinkt. Die muss aufs Klo. Die hat laute Leiden und wie soll sie das denn schaffen mit der Arbeit? Das frage ich mich auch immer.
Ah, wie hat der denn das da eingerichtet? Solche Gartenkästen irgendwie. Okay, ah, das ist irgendwie auch cool. Hier so eine kleine Terrasse hier. So könnte man das auch epischerweise bauen, mal irgendwie. Ich hätte gerne so einen Garten. Aber irgendwie kommt mir das Haus so klein, so groß vor, so klein. Und das ist hier so riesig, ne? Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit meinem Haus. Mal schauen. Aber erstmal bleibe ich eh alleine. Ist die schon. Ach, die ist schon wieder da. Okay, mach erstmal hier eine dampfende Dusche. Oder nee, du machst jetzt mal eine erfrischende Dusche. Das tut dir vielleicht noch besser. Genau, und was brauchen wir noch hier? Oh, die Energie, dann erstmal schlafen und dann vielleicht mal mit jemandem reden. Das wäre auch mal nicht schlecht. Problem ist, hier kommen irgendwie keine Leute vorbei. Ich wohne hier wie am Arsch der Welt. Okay, obwohl, da laufen schon welche vorbei, ne? Vor allem hier auf der Straße auch. Okay. So. Schläft die jetzt? Yep. Ist das Gemälde eigentlich fertig? Dann können wir sie mal wieder verkaufen, weil dann bekommen wir wieder Geld. Jeder Groschen zählt. Oh, wieder unwohl. Die Hygiene. Immer noch die Hygiene? Oh. Oh. Fast wie Harry Potter Musik irgendwie. Total lustig. Ja, dann nimm erstmal eine Dusche. Dann hast du wahrscheinlich Hunger. Oh, den kann man wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder. Kaffeemaschine stinkt auch schon. Dann können wir mal wieder was kochen. Schokokuchen dieses Mal ist zwar nicht ganz so gesund, aber bin ich momentan auch eher so auf den Trip. Was ungesund angeht, muss ich mal wieder umstellen. Manchmal ist man auch zu faul ein bisschen. Naja. Aber wenn du eine Schokokuchen machst, kannst du auch gleich ein Stück davon nehmen. Oh, die Arbeitsfläche müsste man mal hier auch säubern. Ja, du fühlst dich unwohl. Ein Stück nehmen. Ja, man kann daraus sogar einen Geburtstagskuchen machen. Oder als Hochzeitsverzierung, also als Hochzeitstorte kann man das machen. Cool. Die Blase schon wieder. Heieiei. Jede Zeit was anderes. Man kann hier gar nicht irgendwie, ne? So, ich mach mal kurz auf normale Geschwindigkeit. Laufen hier zufällig ein paar Gestalten rum da hinten. Freundlich vorstellen. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber. Na komm. Der wartet extra anscheinend. Hallöchen, lieber Herr. Wie heißen Sie? Wer ist denn das überhaupt? Das ist der Tobias Roth. Mal ganz banal gesagt, der Tobias Roth. Und das ist noch so ein alter Herr. Willst du dich auch mit unterhalten? Hm. Wollen Sie nicht übertreiben. So. Wir sind noch ungefähr im gleichen Alter, dann können wir doch hier mal. Tag verschönern kann man hier machen. So, die erste Konversation, vielleicht verstehen wir uns ja ein bisschen. Tratschen. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Von neuen Alben schwärmen, aha. Witz über Marsmenschen erzählen. Fesselnde Geschichte. Bis auch noch kennenlernen. Oh, umarmen ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig, oder? Tiefgründige Unterhaltung. Aber Tiere gibt es hier anscheinend aber noch nicht, oder? Also, ich habe noch nichts gesehen, außer so Schmetterlinge und Frösche anscheinend. Was ist da hinten? Da kann man graben. Ich will da mal graben. Oh, ich muss wieder zur Arbeit, ne? Gleich, ja. So, können wir irgendwas über den herausfinden eigentlich? Über diesen Tobias? Der hat noch nicht mal ein Gesicht. Oh. Wow, jetzt hat es gerade gehangen. Habt ihr gesehen? Meine normale Geschwindigkeit. Ah. Was war da gerade gestanden? Bekannter Tollpatschig, okay. Oh, der läuft hier mitten durch. Das ist ja heftig. Herr Tollpatschig. Die besten Freunde hier anscheinend. Jetzt hat sie wieder Hunger gleich. Und zur Arbeit muss sie nämlich auch in 16 Minuten. So, fertig geschwafelt. Wir wollen noch was sehen hier. Ja, oh, die hat aber auch ganz schöne Kurven dran. Man kann hier anscheinend graben. Gerade leckt es tatsächlich ein bisschen. Was ist denn jetzt los? Gerade hat sie nämlich diesen einen Hänger gehabt und
Ja, dann gehen wir zur Arbeit. Was habe ich denn jetzt in der Tasche? Was ist das denn? Ein Rubin. Was stand da? Bäh. Überforderung, weil nichts mehr funktioniert hier. Warte. Okay, das gefällt mir gar nicht. Was ist denn hier los? Ja, gut, die ist auf der Arbeit, ne? Oh, ich bin hier auch gerade nur bei 4 FPS oder was ist los? Achso, ich kann ja darauf nicht zugreifen, wenn es natürlich auf der Arbeit ist. Wie logischerweise ist das denn? So. Ah, geht es ein bisschen besser? Nee, sie fühlt sich unwohl. Das heißt, wenn sie nach Hause kommt, als erstes, was wir machen müssen, ist wieder schlafen. Wie immer. Das ist ja wohl das. Ist ja hier wohl anscheinend gang und gäbe, dass wir, ne, schlafen müssen. Gleich nach der Arbeit. Ja, Leute. Ja, ich finde das Warten ein bisschen doof. Man kann gar nichts Richtiges machen. Aber sie kommt ja gleich wieder. Oh, ich glaube, ich muss es dann nochmal ganz kurz neu starten, weil es hängt, ja. Aber ich glaube, es war gerade, weil sich irgendwas aufgehangen hat. Oh, die explodiert gleich, habe ich das Gefühl. Ich mache gleich auf normale Geschwindigkeit, wenn sie jetzt hier kommt. So. Vielleicht hängt es auch deswegen. Ja, sie müsste doch jetzt theoretischerweise. Ah ja, 168 haben wir bekommen. Geht es mit dem Job einigermaßen? Ja, sie hat fast hier das. Ja, fast eine Erhöhung wieder. Drei verschiedene Kunstwerke bewundern muss ich auch noch machen. Okay. So, erstmal schlafen legen, wie immer. Leute, aber das liegt nicht, jetzt möchte ich sagen, an dem Spiel, weil das glaube ich nicht, weil es lief eigentlich immer flüssig. Das ist jetzt gerade mein Problem. Wegen dem PC. So, ich würde aber sagen, als Beweis mache ich mal Speichern als. Ja, ich habe hier dann nämlich nochmal den einen Spielstand zum Glück nochmal irgendwie. Wir machen einfach China Stone, dann wissen wir Bescheid. Speichern. Gut, gut zu wissen, ne, Leute? Ich glaube, wir haben jetzt in diesem Part gar nicht viel gemacht, aber egal. So. Ja, ich verlasse eh gleich das Spiel, aber ja, davor verabschiede ich mich noch von euch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und bei Wünschen und Anregungen immer her damit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!